wie du kannst. Verlassen und renn zum Ausgang, so schnell du kannst. Lauf, Forrest, lauf. Forrest, lauf. Mein Herz, das verträgt es nicht. Lauf. Gott. Dieses Spiel. Lauf, Forrest. Oh Gott, geschafft. Schattenproklamation. What? Genau. Ja. Das, genau. Ich glaube, so ein Spiel löste mir mehr Adrenalin aus als jedes Horrorspiel, was es sonst so gibt. Outlast und Co. können einstecken. Und Pineview Drive sowieso. Was? Oh nein! Oh. Hildegard ist gestorben! Nein! Diese fucking Heizung! Hildegard. Hildegard, Hildegard. Rest in peace, Hildegard. Du warst uns beim Handel eine sehr große Hilfe. Ich hoffe, wir kriegen bestimmt Pavlo jetzt als Ersatz. Was war Pavlo noch? Bei der Traufdränger, oder? Bon Appetit, Bruno. Stimmt, wir haben für eine ganze Weile es ist ein Mädel. Die sind ja mal so magersüchtig, ne? Wahrscheinlich ist nicht viel dran an der, aber ein bisschen was sollte doch dabei abspringen, oder? Marco hat wenigstens ein paar Sachen gefunden. Okay, wir können das Argument nehmen, jetzt haben wir wenigstens ein weniger zu versorgen. Und hey, sie hat uns... Wir nennen den Schneemann Hildegard in Gedenken an sie, ja? Gib ihr Essen. Nee, wie soll ich ihr Essen geben? Sie ist tot. Wir wollen sie höchstens essen. Oh, fuck, Alter. Wir hatten zwei Kinder, zwei wunderschöne Töchter. Als der Krieg begann, zog sie mit ihnen aufs Land zu meiner Mutter. Sie wollte, dass ich auch komme, doch ich hätte meine Mannschaft zu Zeiten wie diesen nie verlassen können. Nie verlassen. Wir mussten viele Feuer bekämpfen. Dann gab es mehr Feuer, als wir hätten bekämpfen können. Danach gab es die Mannschaft nicht mehr und es stellte sich heraus, dass ich die Stadt nicht verlassen konnte. Bam, bam, Arschkarte. Ach, da ist ja noch was. Hildegard hat die Nacht nicht überlebt. Kugeln und Bomben konnten uns nicht erwischen. Der Winter schon. Ich will nicht wie Hildegard an Unterkühlung sterben. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Komm, du bist dick und fett, ja. Soll ich dir einen alten Mann zeigen? Hungrig, traurig, sehr müde. Und du? Du darfst erstmal essen. Und du darfst erstmal den Ofen befeuern. Vielleicht packst du nochmal Feuer in den Ofen. Und vielleicht auch nochmal Feuer in den Ofen. Okay, wir haben die Heizung gedacht. Du bist halt sehr müde. Ich würde dich gerne schlafen schicken. Und du bist müde und traurig, aber immerhin nicht mehr hungrig. Unsere Kaffeetrinkerin. Naja, immerhin können wir jetzt die Kaffeebohnen ohne schlechtes Gewissen verticken. Immer das Positive sehen, immer das Positive sehen. So, was haben wir jetzt zu sagen?